So, nach einer kurzen Therapiesitzung begrüße ich euch einmal mehr zu einem weiteren Part von Ben and Ed. Mittlerweile der, ich habe keine Ahnung, 11., 12., ich weiß nicht mehr. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, ich habe gar nichts mehr hier. Falls ihr euch erinnert, wir hier müssen da unten hin. Viele Plattformen, viele Laser, schwer. So, okay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und mir gute Nerven. Ja, das war natürlich gleich mal ein ganz kluger Versuch zu Beginn. So, wirklich, das braucht es nicht noch mal in einem Level. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Naja, immerhin in einem Stück. Schafft auch nicht jeder. Boah, das ist aber auch teilweise sowas von knapp bemessen. Übersehe, ist da noch eine Plattform zwischen? Nee, ne? Nee. Ah, ducken. Oh, ich glaube, mein Fingernagel ist zu lang. Ich muss es mal wieder kürzen. Ich hoffe, er steht noch auf. Ich weiß es nicht. Doch, das geht noch. Gott sei Dank. Ja, da ist halt dann auch die Zeit so knapp. Wenn ich dann die Zeit hätte, mich richtig auszurichten und zu gucken, ja, wie falle ich da zum besten zentral runter, ja, dann wäre das ja eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Aber die Zeit hat man halt nicht, ne? Man ist gezwungen, hier relativ fix, sobald man aufgestanden ist. Okay, das ist natürlich gut. Die Wände könnte man nutzen, natürlich. Ah, war das doof? Oh. Moment mal. Kann ich meine... Nein! Schade. Das wäre doch jetzt... Ach, das wäre eine super Aktion gewesen. Wenn das funktioniert hätte. Das hätte ich klasse gefunden. Aber okay. Das hätte ich richtig toll gefunden. So, bleib liegen. Go! Ja, das meine ich nämlich. Wobei, vielleicht liegt sich's... Okay, das war dumm. Das war richtig dumm. Scheiße. Boah. Ey, wie weit es dann noch runter geht, dann... Ich würde sagen, oder wenn ich wenigstens irgendwie so beim letzten oder bei der vorletzten Plattform wäre, aber nee. Nee. Da hat's noch was. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Ja gut, eigentlich habe ich so hier jetzt mehr Zeit, ne? Nein, bleib doch drauf auf dem Scheißding! Du blöder Zombie! Aber ich mach das doch nur, um Ed zu finden! Ben. Ja, ich weiß. Tut mir leid, ich wollte dich nicht blöder nennen. Jetzt fühle ich schon Selbstgespräche hier. Also abseits vom Let's Play. Also tut mir leid, Leute, ne? Das wird ein Zeitraffer-Part oder der letzte. Ne, der letzte eher nicht, weil da gab es noch andere Stellen. Aber wenn ich jetzt hier wieder 20 Minuten beschäftigt sein sollte, dann wird das ein Zeitraffer-Part. Auch wenn das manchen gar nicht schmeckt, ich weiß. Aber das kann ich nicht ändern. Das ist so schwierig. Es ist so schwierig, auf dem Scheißding zu landen, ohne vom... Ja, wie nennt man denn das? Vom Aufprall... Von der Aufprallphysik... wohin geschleudert zu werden, wo man nicht sein möchte. Unglaublich. Ich würde so lachen, wenn es der Kopf alleine schafft, aber... Ach! Hä? Mir fällt nichts mehr ein. Könnt ihr mal was erzählen? Erzählt mal von eurem Tag. Wie war er? Schön? Ja, ne? Schon. Hoffe ich doch. Ich wünsche es euch. Boah. Fliegt gerade ein Flugzeug. Flugzeug, glaube ich. Okay, man hat definitiv mehr Zeit.
Zoom. Ich glaube, ich möchte auch bald wegfliegen hier. Arm verloren, egal. Ey, es ist so unglaublich schwer zu kontrollieren. Liebe Entwickler, ich bin mir sicher, ihr hattet da beste Absichten. Als ob. Aber... Puh. Und ich weiß, es soll Challenge, also es soll herausfordernd sein, aber das finde ich schon etwas zu... Weiß ich nicht. Nein, ich würde auch nicht sagen... Glücksbasiert, weil das ist ja auch Blödsinn. Man kann das ja steuern, wie man fällt oder wo man hinfällt, aber es... Puh. Schwer. Sehr, sehr schwer. Wobei ich glaube echt, hier wäre es fast sogar besser ohne Beine und so. Oh. Eigentlich wäre die Plattform ja auch gar nicht so klein, aber trotz allem. Gott. Wenn hier wenigstens irgendwo ein Checkpoint wäre. Ich weiß nicht mehr, wo die nächste Plattform ist. Was? Was? Okay, das ist einfach nur lame. Achso, ja gut, das könnte man natürlich auch machen. Ich depp. Ganz vergessen, dass man da drüber springen kann. Theoretisch. Boah, echt jetzt, Leute. Ich habe gerade das dringende Bedürfnis, gleichzeitig zu weinen und zu lachen. Wie nennt man denn das? Okay, aber ich muss sagen, ich habe es wahrscheinlich wieder mal nicht geblickt. Man kann ja über die Scheißdinger wohl drüber springen. Au. Also über die Laser. Man steht dort. Oh. Ja, das war dumm. Oh mein Gott. Das kann auch wirklich, das kann nur mir passieren. Nur, es gibt keinen zweiten. Gibt es nicht. Keine Chance. Es kann nur mir passieren. Oh. Oh Mann, ich war doch schon. Ich war doch schon dort. Ach. Wenn sie wenigstens für, so, für Leute wie mich so zwei, drei Tracks hier an der Stelle eingebaut hätten, so von wegen, ja, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger. Das wäre schon gewesen. Ich bin schon so ungeduldig, ich habe überhaupt keine Geduld mehr. Es nervt! Verdammte Axt! Da! Das ist nicht mehr feierlich. Ja, gibt's wohl doch wieder Benny Hill, ne? Oder zumindest ein Zeitrafferdingens. Hatte ich ja schon. Wobei, wenn das wirklich so ist, dann hört ihr das ja gar nicht. Ihr könnt sonst was erzählen. Und sagen. Ich würde das nicht mitkriegen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich wollte noch springen. Wurde dann irgendwo so komisch zwischen die Wand gepackt. Also das ist für mich definitiv der Rage Simulator 2015. So.
Oh ja, Physik, Dankeschön. Dankeschön. Merci, Puh. Gott, und ich war doch schon unten. Ich war doch eigentlich schon unten. Ach ja, stimmt. Leck mich am Arsch, Spiel. Leck mich doch am Arsch. Ehrlich. Tut mir leid. Normalerweise, ich bin echt kein Fan von Fäkalsprache und so, aber... Ey, also... Ne. Da mache ich mal eine Ausnahme. Ach ja, drei Klingen, natürlich. Boah, war das knapp. Gott sei Dank. Jetzt hätte ich einen Schreianfall bekommen, wenn das jetzt wieder so... Okay, ich dachte schon, ich wäre noch beim letzten. Das hätte mich jetzt extrem genervt. Ehrlich gesagt. Stimmt, auf Dosenfleisch habe ich überhaupt nicht mehr geachtet. Mir auch gerade sowas von egal, ob da noch was gewesen wäre. Ich habe 7-mal Dosenfleisch gesehen und es ist mir so egal. Also zumindest für den Moment. Nee, also ich muss sagen, das Level hat mir jetzt, oder hätte mir jetzt echt fast den Nerv gezogen, also endgültig. Boah. Also, nee. Wie gesagt, wahrscheinlich hier an den Seiten da oder auch bei dem letzten mit den, also beim vorletzten Checkpoint, da wären sicher noch ein, zwei, drei Dosen gewesen, aber nein. Völlig egal. Und ich werde jetzt auch kein neues Level mehr starten. Yeah! Ja, Klappe. Also, das Level war ein Masterpiece of Masochism. Also ganz ehrlich, das war ein richtig. Keinen einzigen Checkpoint erreicht, also vollständig erreicht. Mit allen Gliedmaßen und so. Krass. Bah. Yeah! Ja, ist schon gut. Nee, wie gesagt, es bleibt jetzt auch hier echt. Ich will mal hoffen, dass das hier wieder, dass Nummer 14 wieder ein Bonuslevel wäre. Weil wenn das jetzt ein reguläres, und also man bräuchte hier 200 zum Weiterkommen, dann, ja, dann habe ich gelitten. Dann habe ich gelitten. Aber sei es drum, wir gucken uns dann das nächste Mal Nummer 13 an, wenn ich wieder Lust habe. Und ja, bis dahin. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Zum Großteil natürlich meine Schuld, keine Frage. Aber manchmal fand ich es auch ein bisschen unfair, dass man so komisch dann nochmal weggeschleudert wird. Aber gut, das ist ja Physik in Spielen, ne? Und so. Hilft halt nichts. Damit muss man sich abfinden. Aber ich glaube, in das Level werde ich so schnell nicht mehr reingehen. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Na gut, so, genug gejammert. Meine Lieben, so denn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.